Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Smallland. So, wie ihr seht, ich habe hier neben zugebaut, ich habe die ganzen Säulen ausgetauscht. Und ja, so sieht es auf jeden Fall schon alles wesentlich besser aus hier mit dem Gang. Ich weiß noch nicht, ob ich das bis ganz runter bauen will, da müssen wir nochmal überlegen. Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall oben weiterbauen. Und mal gucken, wie weit ich hier noch hochkomme. Wir müssen ja irgendwie hier an einen der beiden Äste nach oben. Ich weiß nicht, ob das direkt der höchste Punkt ist. Oder ich meine, wir können auch hier hoch. Das sieht auch ziemlich... Okay, hier ist schon Ende. Wir müssen also mehr in die Mitte. Umso weiter wir in die Mitte kommen, desto höher kommen wir. Okay, also eigentlich so vom höchsten Punkt wäre das eigentlich eher hier drüben der Ast, glaube ich. Wenn man das da splitten würde und würde hier probieren hochzubauen. Okay, das bin ich nicht so gut geflogen gerade. Komm wieder hoch. So. Okay, momentan, da haben wir rübergebaut. Da wäre irgendwie der höchste Punkt von dem Ast, den wir da drüben erreichen würden. Vielleicht können wir aber auch von da hier rüber bauen. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir da drüben hochbauen könnten und dann... Ich weiß nicht, ob das reicht. Können wir überhaupt hier was bauen? Hm. Oh. Hier ging was. Hier ging was. Wie weit kommen wir jetzt darüber? Wenn man das irgendwie verbinden könnte. Hm. Kann ich da noch ein Fundament dran setzen? Okay, das ist wirklich hier der einzige Fleck gewesen. So, wie baue ich denn jetzt hier? Oh, außen dran. Ohne runterzufallen. Weil eigentlich muss ich hier nicht außen dran bauen. Wir müssen ja erstmal probieren, ob wir da drüben hochkommen und dann irgendwie vielleicht hier rüberkommen. Hier müssten wir quasi nach oben bauen. Und da können wir maximal so hoch bauen wie unser Turm. Den Turm haben wir 4 Felder. Ob das reicht? Okay, wir können es ja mal ausprobieren. So, da kommen wir an. Und wenn wir hier weitergehen wollen... Die Frage, wo wir hier anknüpfen. In welchem Bereich? Blaumeise ist ein bisschen im Weg gerade. Oder vielleicht auch, dass wir hier anknüpfen. So. Okay, Fundament. Können wir das? Okay, das funktioniert. Okay, das geht auch noch. So, und jetzt müssten wir hier irgendwie nach oben kommen. Das heißt, ich brauche hier schon fast... Na, wie eine Leiter jetzt. Da ist die Frage nur, kriege ich das mit einer Leiter hin? Oder ich müsste die kleinen nehmen. Dass man das so quasi und jetzt bauten, wie bauen wir dann einfach sowas Kleines hier dran? Okay, Moment, das müsste schon wieder weg. Hier müssten wir jetzt im Prinzip einen Turm bauen.
um hier hochzukommen. Ah, ich hätte es doch dran lassen sollen. Lässt sich leichter bauen. Wobei wir hier auch eine Doppelleiter hinmachen könnten. Hier könnten wir höher gehen. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Hier könnten wir so. Und dann können wir da oben wieder eine Plattform dran setzen. Die, warum auch immer, hier nicht hält. So. Ich gehe mal schlafen, damit es wieder hell wird. So, kleines Nickerchen. Und einmal kleinen Snack. Okay, noch sieht das nicht so gut aus, aber das können wir später noch verschönern. Hier stellt sich mir die Frage. Oh, sehr nice. Hier passt ein Fundament hin. Da können wir eigentlich auch, wenn ich mir das recht überlege, können wir das auch so lösen, oder? Also schön machen wir später. Hauptsache, wir haben erstmal den Weg nach oben. So. Und hier bauen wir. Wobei ich kann eigentlich trotzdem so eins verwenden. Die Frage ist, passt hier auch ein Fundament hin? Okay, hier passt keins hin. Dann wäre höchstens die Frage, geht ein Fundament noch ein bisschen höher, wenn wir quasi hier noch eine kleine Treppe dran setzen? Wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen hier noch eins höher. So. Und würde dann hier ein Fundament passen? Okay, das ist zu hoch, oder? Ja, das ist zu hoch. Wobei das Fundament muss uns ja eigentlich nicht stören, ob das jetzt da oder da ist. Wir können hier trotzdem hochbauen. Das brauchen wir nur zur Unterstützung. Wir könnten ja hier trotzdem die Leitern weiter hochbauen. So, und sogar noch weiter hoch. Okay, da würden wir auf jeden Fall nur gerade hochgehen. Und wenn wir jetzt hier eine Unterstützung bekommen würden von diesen Fundamenten, können wir da hinten einen Baum reinbauen? Auf jeden Fall brauchen wir eine Plattform. Und müssten wahrscheinlich hier irgendwie die Richtung ändern. Und uns vielleicht hier irgendwo am Baum festkrallen. Wenn wir uns hier am Baum festkrallen könnten mit einem Fundament, wäre richtig... Oh. Hier irgendwo in der Höhe. Das würde funktionieren. Okay, Moment. Das können wir bestimmt ausnutzen. Ich glaube, wir brauchen erst wieder eine Plattform hier dran. Um weiterzubauen. Okay, das sieht doch gut aus. Und wenn ich jetzt hier
Okay, und jetzt müsste ich im Prinzip hier irgendwie Glück haben, dass das passt. Wir könnten tatsächlich Glück haben, wenn ich das ein bisschen anders baue. Wenn ich quasi hier so ein halbes Ding hinsetze. So. Hier ist nicht genug Unterstützung vorhanden. Okay. Okay, das funktioniert schon. Funktioniert es auch weiter vorne? Aber gut, hier dran würde es funktionieren. Das wäre ja schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt könnte ich ja im Prinzip hier so ein kleines Ding davor bauen. Quasi so. Dann wäre das jetzt hier unsere Plattform. Und das hinten müssen wir einfach ignorieren. Jetzt sind wir hier schon mal wieder fix. Und könnten hier irgendwo noch weiter hoch. Vielleicht wir um den Baum drumherum gehen. Die Frage ist, in welche Richtung? Ich könnte mir vorstellen, dass das hier direkt wieder zurückgeht. Quasi, dass wir jetzt hier anbauen und dass wir hier unten von denen dann eine Unterstützung hochbauen. Und hoffen, dass das reicht, um das Ganze zu supporten. Quasi so. Und jetzt wäre hier die Plattform, die dann da wäre. Und die würde ich jetzt quasi von unten probieren, irgendwie zu supporten. Ob das alles so geht, weiß ich noch nicht. Aber wir probieren das erstmal. So, hier fehlt noch irgendwo. Weil ich einmal eine kleine Treppe gebaut habe, glaube ich. Deswegen sieht das jetzt so aus. Okay, aber das kann ich dann im Prinzip hier abreißen. Den lasse ich mal noch stehen. Und ich glaube, die Plattform hier neben brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir auch nicht. Das Fundament lassen wir. Dann würde es hier weiter hochgehen. So, wo ist Ende? Da oben ist Ende. Hier würden wir tatsächlich hochkommen, oder? Ich meine, den Ast hier. Okay, hier rutschen wir runter. Ah, vielleicht gehen wir doch lieber hier hoch. Hier weiter hoch. Da drüben wäre unsere Plattform gewesen. Das ist jetzt doch ganz schön weit. Da kommen wir niemals rüber. Ah, das wäre so schön gewesen. Ich glaube aber, da kommen wir niemals rüber. Okay, dann müssten wir hier irgendwo hinbauen. Ich glaube, also der erste ist auf jeden Fall, glaube ich, doch die Lösung. Und nicht der hier. Der sieht zu steil aus.
Autsch. Das heißt, wir müssen doch, wir haben jetzt hier eine supportende Funktion von der, von dem Fundament. Das heißt, wir können hier eigentlich doch nochmal weiter nach oben gehen. So. Ja, das ist relativ knifflig hier gerade, hier zu bauen. Okay. Und jetzt passt hier vielleicht ein Fundament hin. Au. Hier an die Seite passt eins. Nicht so tragisch, aber das unterstützt es auf jeden Fall. Wie sieht's hier mit der... Die geht hier durch den Baum durch. So, das heißt, wir müssen jetzt hier eine Plattform. Die Frage, das ist... Das geht zu weit im Baum rein. Ich glaube, ich müsste hier fast zur Seite irgendwo noch ausweichen. Irgendwie so. Dass wir dann doch ein Stückchen rübergehen. Das wird aber nichts. Wie soll ich denn da hinkommen? Könnte hier auch wieder nur... Oder ich müsste schon hier anfangen. Da bauen wir auch nur wieder einen Baum rein. Gerade schwierig. Oder hier die Plattform und... Wir wechseln hier die Location. Geht quasi bis hier hoch und dann haben wir hier die Plattform. Und... Können wir hier nochmal ein Fundament stellen? Oh. Ich glaube, ich habe das Fundament hier gerade weggebaut. Das wäre schlecht. So. Habe ich das in der Mitte? Ja. Hier kann ich nicht anbauen. Aber weiter hier drüben würde es gehen. Dann ist die Frage hier... So. Wobei... Eher da an die Seite ran. Dann würde man hier hochkommen. Dann könnte man hier neben langlaufen. Und dann müsste hier irgendwo die Treppe weitergehen. Gestaltet sich gerade etwas schwierig, weil ich gerne hier hochlaufen würde. Ich meine, können das auch so bauen vielleicht? Aber dann geht es hier auch nur in den Baum rein. Das müsste quasi schon hier irgendwo starten. Noch weiter außen rumlaufen. Kann ich hier neben drauf stehen? Okay, das geht. Hier kann ich anbauen. Na komm. So, jetzt brauchen wir wahrscheinlich
relativ schnell Unterstützung. Weil wir sonst nicht mehr weiterbauen können. So, geht das noch? Okay, das funktioniert noch. So weit hoch. Der möchte gerade nicht. Okay, wir probieren mal ein Fundament zu setzen. Geht hier auf jeden Fall nicht. Wir haben ja sowas von viel Glück. Okay. Ich sag mal, mehr Glück kann man ja gar nicht haben. Dass das so funktioniert. Okay, dann würden wir hier hochlaufen. Den brauchen wir die Treppen nicht. Okay, und das weiß ich. Ich lasse das mal da. Vielleicht bauen wir hier noch einen kleinen Turm hin oder irgendwas. Aber hier hoch. Das ist bisschen eng hier, aber. Frage ist halt, das würde hier enden. Ich hier vorher irgendwas bauen könnte. Vielleicht können wir das ein bisschen auseinanderziehen. Ich überlege gerade, das müsste doch eigentlich funktionieren. Dann kann ich das vielleicht doch verwenden? Wenn wir hier wie so ein Turm machen, einen kleinen, dann ist es oben auch nicht so eng. Quasi so. Weil dann werden wir nämlich auch hier oben. Und haben hier so eine kleine Zwischenplattform. Jetzt muss ich mal gerade hier. So. Weil das wäre ja ganz gut. Wir laufen hier hoch. Dann würde auch hier unsere Unterstützung hier Sinn machen. Hier hoch, hier lang. Haben hier ein bisschen eine größere Plattform. Können hier nach oben. Und also mein Ziel ist ja eigentlich hier anzukommen. Hier. Wow. Okay, das ist verdammt hoch. Nein, eigentlich wäre unser Ziel gewesen, darüber zu bauen. Das schaffen wir aber nicht. Aber Moment, vielleicht können wir von hier zu dem Ast bauen. Oh, das wird so ein richtiger Baumwipfelfahrt. Ich würde den am liebsten durch den ganzen Baum ziehen. Und dann später überlegen, was ich da noch dran baue. Okay, so, wir können auf jeden Fall weiter nach oben bauen. Wegen dem schönen Fundament, was wir hier bauen konnten. So, und dann müssen wir uns nur gucken, an welcher Stelle wir dann abbiegen. Und probieren hier rüber zu gehen. So irgendwie hier wahrscheinlich. Ich glaube, das wäre so der Bereich, wo ich jetzt sagen würde, hier müssen wir in die Richtung gehen. Oh. Also quasi so. Ich will nicht wissen, wie viel Material ich jetzt schon hier verschwendet habe, weil es einfach ein Baum runtergefallen ist. Das geht nicht. Hier würde es wieder gehen. Okay, da habe ich schon wieder eine Idee. Das heißt, wir bauen hier so eins. Schräg dran, damit wir da einrasten können. Und dann probieren wir das mit dem Fundament. Das geht noch nicht. Vielleicht brauchen wir noch eins. So, jetzt hätten wir beide Rasterpunkte.
Das funktioniert sehr nice. Sehr nice. So, das können wir hier da dran bauen. Und dann brauche ich aber die hier eigentlich auch nicht mehr. So, jetzt hält das hier wieder. Und jetzt brauche ich... Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht noch... aber sieht vielleicht schöner aus. Ich überlege, ob ich hier noch eins dran mache. Okay, Materialverschwendung. So ein großes Fender. So. Und hier weiter nach oben. Mit den Treppen. Oh, das wird gut. So. Jetzt sind wir fast ganz oben. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, dass wir hier... bis ganz hoch kommen und dass es auch noch so gut klappt. So, und jetzt müssen wir hier eigentlich nur noch geradeaus, oder? Ah, wir sind noch nicht hoch genug. Wir müssen noch eine Stufe müssen wir, glaube ich, noch machen. So. Keine Unterstützung haben wir hier. Das wird schwierig. Okay, wir machen erstmal provisorische Unterstützung. So, provisorisch. Das heißt, so, wir bauen hier rüber. Und hier rüber. Und jetzt, wenn ich jetzt hier eine Unterstützung baue, ist eigentlich egal was. Ich kann hier, glaube ich, einfach eine Wand reinzimmern. Dann sollte ich in der Lage sein, hier weiterzubauen. Jau, das geht. Und jetzt muss ich hier das hier irgendwie verknüpfen. Hier muss jetzt irgendwie ein Fundament hin. Ich meine, wir haben ja schon ein Fundament da. Aber ich hätte es gerne... Okay. Wie machen wir das am schlausten? Auch wieder mit den Kleinen hier auf jeden Fall. Also ich muss ja schon mal eins hier rüber. Und dann bräuchte ich hier so eine Ecke, wo ich irgendwo dran anknüpfen kann. Und da passt das schon. Sehr nice. So. Okay, das war nicht das Fundament. Hier muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht das Fundament erwische. Jetzt müsste ich das untere... Ja, ich konnte das untere wegnehmen. Das heißt, die Wand kann ich auch wegnehmen. Und... Perfekt. Okay, hier war Fundament zur Unterstützung. Und wir sind hungrig. So. So, jetzt haben wir hier ein Fundament. Können wir noch ein weiteres dran bauen? Okay, das geht nicht. Aber wir können jetzt hier anknüpfen. Und hier könnten wir jetzt einen kleinen Turm nach oben bauen, so weit hoch, wie es noch geht. Und bauen dann da irgendwelche Kerzen rein. Dann haben wir einen leuchtenden Punkt. Übrigens, danke an den netten Kommentar. Wir könnten einen Leuchtturm hier oben auf dem Turm bauen. Auf dem Baum. Ich denke mal, das werde ich machen. Ich hätte nicht gedacht, wir sind ganz oben. Und hier würde ich jetzt noch einen kleinen Turm dann drauf bauen. Und oben dann ein paar Kerzen draufsetzen. Und dann mal gucken, wie das von außen aussieht. Und dann probieren wir wahrscheinlich einfach mal, ob wir hier irgendwie von Ast zu Ast kommen. Und vielleicht auf der anderen Seite wieder runterkommen. Das wäre natürlich richtig geil. Wenn wir von diesem Ast da hier hochkommen würden. Und dann hier irgendwo das verbinden könnten. Ich meine, es geht nicht mehr so weit hoch. Also hier ist fast Ende, da oben beim Blatt. Das heißt, wir können hier wirklich nur noch...
naja, 3, 4 Stockwerke hochbauen und dann war es das. Dann sind wir wirklich hier mit am höchsten Punkt schon. Gut, der höchste Punkt ist wahrscheinlich wirklich da in der Mitte, aber ich sag mal, viel höher geht's eigentlich nicht. Sehr, sehr geil. Okay, aber ich glaube, hier weiterbauen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bin schon mal stolz, dass wir überhaupt hier hochgekommen sind. Das sieht noch alles ein bisschen nicht so schön aus, müssen wir alles noch ein bisschen verschönern. Aber es ist nicht so sonderlich verworren. Es sind ziemlich gerade Strecken, die wir hier laufen können, außer da einmal, wo wir so einen kleinen Kreis laufen müssen. Aber das macht eigentlich nichts. Ja, gefällt mir relativ gut, dass wir hier hochgekommen sind. Und hier kommt noch ein kleines Türmchen hin, wo wir dann noch ein paar Kerzen reinmachen. Dann haben wir ein Signalfeuer für unsere Base. Okay, das aber dann in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.